Es ist zu viel. Es ist einfach zu viel. Ich will nicht mehr Lehrer sein. Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe berufseinsteigende Lehrpersonen, heute geht es um ein Video, das mir sehr am Herzen liegt. Und zwar habe ich diese Inhalte auch nur deshalb zusammenstellen können, weil ich das alles selber auch durchgemacht habe. Und jede Lehrperson, die in den Beruf einsteigt und gewisse Fehlschläge erlebt, kriegt vielleicht auch eine gewisse Angst. Oder auch nur schon bevor der Unterricht beginnt, bevor das Schuljahr beginnt oder bevor eine Stelle beginnt, hat man gewisse Ängste. Und die betreffen meist das Unterrichtsklima, also Störungen im Unterricht und die Unterrichtsvorbereitung, weil es einfach so eine immense Menge ist als Berufseinsteiger. Denn als Berufseinsteiger muss man im Prinzip ja das Gleiche leisten wie eine Lehrperson, die schon 20, 30, 40 Jahre Erfahrung hat. Und das kann ziemlich beängstigend sein und damit muss man lernen, irgendwie umzugehen. Und abgesehen von mir selbst höre ich und sehe ich auch immer wieder, wie andere junge Lehrpersonen oder Quereinsteiger einfach mit gewissen Situationen nicht klarkommen und dann hat man 3 Jahre, vielleicht sogar 5 Jahre, wie in meinem Fall, studiert, einen Master gemacht, dann beginnt man die erste Stelle oder die erste größere Stellvertretung, wie auch immer, und es geht einfach so viel schief und man ist so enttäuscht von sich selbst, man ist unglücklich mit der Situation, man hat enorm hohen Stress, man stellt einfach in Frage, ob es sich überhaupt gelohnt hat, diese 3 bis 5 Jahre zu investieren in ein Studium, das man vielleicht gar nicht mehr braucht, weil man merkt, dass es einem doch nicht Spaß macht oder doch nicht fähig ist dafür. Und das löst einfach Existenzängste aus, weil man denkt, gut, jetzt muss ich mir einen neuen Job suchen, aber ich habe eigentlich gerade 3 oder 5 Jahre meines Lebens verbraten. Und das kann wirklich ein Problem sein. Und diese Existenzangst besteht ja nicht nur daraus, dass wir das Gefühl haben, dass wir vielleicht unfähig für diesen Beruf sind, sondern es kann auch daraus bestehen, dass wir vielleicht Angst haben, dass uns eines Tages gekündigt wird. Aber es braucht so viel, dass einem Lehrer oder einer Lehrerin gekündigt wird. Und überlegt euch auch mal, ihr seid immer noch Berufseinsteiger. Alle machen Fehler, niemand ist perfekt. Es ist völlig in Ordnung, am Anfang Fehler zu machen. Es wird dir kein Schulleiter wegen, ich sage jetzt mal, Kleinigkeiten bei Unterrichtsstörungen und Unterrichtsvorbereitung, wo alle die gleichen Probleme am Anfang haben, gleich kündigen. Und hierzu vielleicht eine winzige persönliche Meinung von mir. Wenn es tatsächlich doch so weit kommt, dass ein Schulleiter oder irgendeine Behörde, was auch immer, dir wegen bestimmten Dingen kündigt, dann ist es vielleicht auch besser, dass du gar nicht mehr an diesem Arbeitsplatz arbeitest. Denn eine Schulleitung oder ein Chef oder was auch immer, der dir kündigt, weil du bestimmte Fehler im Berufseinstieg machst, das ist eine problemorientierte Haltung. Es ist keine lösungsorientierte Haltung. Und es ist vielleicht ein Team oder eine Leitung, bei der du langfristig unglücklich wirst, weil diese Personen, die über dir sind, nicht dafür sorgen, dass du gefördert wirst und dich entwickeln kannst, sondern dich eigentlich einfach nur niederdrücken. Und ich glaube einfach persönlich, die Chance ist sehr groß, dass langfristig du sehr unglücklich an seiner Stelle wirst. Und vielleicht ist es dann gar nicht mal so schlecht, wenn du von diesem Ort wegkommst und einen Ort findest, wo du Menschen in deiner Umgebung hast, bei deiner Arbeit, die dich unterstützen und nicht nur niedermachen. Zurzeit lese ich gerade dieses Buch. Es geht um eigentlich Neurologie schlussendlich und es geht um die Glückshormone, Dopamin, Serotonin, Endorphin und Oxytocin. Aber gleichzeitig geht es auch um Stresshormone, vor allem Cortisol. Und ich habe auch schon im anderen Buch, das ich vorgestellt habe, von Gerd Kaluza, Gelassen und sicher im Stress heißt das. Der Bücherlink ist unten in der Videobeschreibung. In unserem limbischen System, das ist im hinteren Teil so ein kleiner Teil vom Gehirn, das ist ein Überlebensinstinkt, der geweckt wird, weil der Körper merkt oder das Gehirn merkt, etwas stimmt nicht und ich muss etwas unternehmen, weil sonst ist mein Überleben gefährdet. Und da möchte ich gerade mal dazu sagen, das ist ein tierischer Teil von unserem Gehirn und weil wir Stress erleben, heißt das ja noch nicht, dass unser Überleben in Gefahr ist. Also nur weil etwas im Unterricht schiefläuft oder wir das Gefühl haben, wir sind nicht genügend vorbereitet auf den Unterricht, heißt es ja nicht gleich, dass unser Überleben gefährdet ist. Und dessen muss man sich mal bewusst werden. Und ich möchte einfach mal grundsätzlich noch sagen, es gibt keine Zauberformeln, die einfach für alle funktionieren. Es gibt keine Pauschalrezepte, die für alle funktionieren. Schlussendlich ist einfach wichtig, dass du als berufseinsteigende Lehrperson einfach übst und übst und übst und immer wieder Fehler machst und dann aus diesen Fehlern lernst. Und es ist auch in Ordnung, Fehler zu machen. Es darf auch mal etwas komplett in die Hose gehen.
Und am Anfang ist man total angespannt, wenn Dinge in die Hose gehen, wenn Schüler im Unterricht nicht mitmachen wie geplant und so weiter. Das gibt Anspannung, aber mit der Zeit wirst du merken, es ist normal, dass Dinge in die Hosen gehen. Dann kannst du auch eine gewisse Gelassenheit entwickeln und sagen, okay, jetzt, das hat nicht geklappt. Gut, kurz überlegen, was mache ich jetzt? Und klar, es gibt Verlust in dem Sinn, im Unterrichtsprogramm, im Ablauf, den du geplant hast. Aber das heißt ja nicht, dass das ganze Schuljahr verloren ist. Du wirst so viel Zeit mit diesen Schülerinnen verbringen, du wirst noch genügend andere Zeit haben, um gewisse Ziele zu erreichen. Und man muss ja auch nicht immer alle Ziele erreichen, die man sich gesteckt hat. Ich werde jetzt in den Punkten, auf die ich eingehe, bei der Unterrichtsvorbereitung und beim Klassenklima, werde ich vor allem auf die Haltung von diesem Stress selbst eingehen. Das heißt, ich werde nicht groß Lösungen präsentieren, wie du die einzelnen Probleme lösen kannst. Dafür solltest du auf die anderen Videos von mir zugehen, wo ich bestimmte Themenbereiche aus dem Schulalltag bespreche. Ich werde einfach versuchen, quasi die Worst-Case-Szenarios zu erklären und dann versuchen, Möglichkeiten, Überlegungen zu geben, warum diese Worst-Case-Szenarios gar nicht so schlimm sind. Und es ist okay, ein bisschen Stress zu haben, aber dass wir so uns den unnötigen, übertriebenen Stress wegnehmen können. So, Worst-Case-Szenarios zur Unterrichtsvorbereitung. Du machst deine Planung und du merkst, oh, es ist zu viel, ich schaffe es nicht, ich habe ein 100%-Pensum, ich muss so viele Lektionen vorbereiten, es ist so viel, ich schaffe nur die ersten ein, zwei Wochen vorzubereiten, ich komme einfach nicht klar mit der Menge. Oder ich habe vorbereitet und gehe in den Unterricht und es klappt überhaupt nicht so, wie ich wollte. Ich habe Unterrichtsstörungen, ich habe Unterbrüche, es dauert viel länger, als ich wollte, es ging viel zu schnell, als ich wollte, ich habe kein Material mehr für die Schüler und so weiter. Also das Problem ist, dass deine Unterrichtsplanung unterbrochen wird und entweder machen die Schüler nicht mit oder sie haben schon zu viel gemacht und du weißt nicht mehr, was du mit ihnen machen sollst. Du gerätst aus dem Konzept. Und jetzt gibt es einfach so zwei, drei Überlegungen, die ich mir dabei machen würde. Das eine ist, manchmal ist weniger einfach mehr. Also nur weil die Schüler langsamer waren, heißt das nicht, dass die Qualität mangelt. Vielleicht haben sie weniger gemacht, dafür haben sie es richtig gut verstanden. Oder die Schüler sind schon fertig mit der Aufgabe und du weißt jetzt nicht, was du machen sollst, dann vielleicht kannst du den Stoff einfach nochmal repetieren mit ihnen. Und jede Lehrperson wird irgendwann mal oder hat schon die Erfahrung gemacht, dass manchmal spontane Dinge im Unterricht oder komplett spontaner Unterricht, aus welchen Gründen auch immer man das machen muss, manchmal einen größeren Lernerfolg zeigt, als komplett durchgeplanter Unterricht. Und das sind manchmal einfach Faktoren, die man nicht kontrollieren kann. Vielleicht ist es die Tageszeit, vielleicht ist es die Schülerkonstellation, vielleicht bist du es als Lehrperson, wie du gerade, wie es dir geht. Oder vielleicht ist es das Interesse von den Schülern. Und es gibt einfach gewisse Dinge, die kann man nicht kontrollieren. Und es ist auch völlig okay, wenn die Planung mal in die Hose geht. Und wenn du merkst, etwas klappt nicht, dann nimm dir einen Moment Zeit, dann lässt du halt mal die Schüler einfach 5 Minuten ein bisschen machen, was sie gerade wollen und es gibt ja ein bisschen Zeit, um zu überlegen, gut, was könnte ich jetzt Sinnvolles daraus machen? Wir sind entweder zu früh fertig oder zu viel geplant, ich muss umplanen und so weiter, mal vielleicht ein Lernziel streichen, aber es ist nicht so schlimm. Wenn du in eine Situation gerätst, wo deine Unterrichtsplanung unterbrochen wird, nimm dir einfach kurz Zeit, überleg, was kannst du anders machen und erzwinge nicht, dass immer alles genauso geht, wie dein Plan ist, denn wenn es etwas im Sicheres im Leben gibt, und ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, Buddha oder so, die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Und du musst dich einfach lernen, an die Veränderung anzupassen und dann kommst du hoffentlich in einen Flow und es kann irgendwie weitergehen. Gut, jetzt kommen wir zum zweiten Bereich und das betrifft Unterrichtsstörungen und das Klassenklima. Das Unangenehme an Unterrichtsstörungen sind ja vor allem zwei Dinge. Das eine ist, der Unterricht wird natürlich unterbrochen, also deine Unterrichtsplanung wird wieder unterbrochen. Und das andere ist, gerade als Berufseinsteiger ist, dass man Störungen vielleicht relativ schnell persönlich nimmt. Man hat das Gefühl, die eigene Autorität wird in Frage gestellt, die eigene Persönlichkeit wird in Frage gestellt. Aber je mehr Erfahrungen das man hat, desto mehr merkt man, dass es sicher nicht oder sehr selten wirklich persönlich gemeint ist. Gerade wenn man die Schüler noch gar nicht so gut kennt, dann hat es mehr mit dem Hintergrund von den Schülerinnen zu tun oder mit ihren bisherigen Erfahrungen, dass sie sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Und wie gesagt, ich will nicht nur einfach Lösungen präsentieren oder diese Werkzeuge, dafür müsst ihr ein anderes Video von mir angucken gehen, das heißt, glaube ich, Unterrichtsstörungen und Klassenklima. Ja, und jetzt, was machst du, wenn der Unterricht unterbrochen wird?
dann musst du einerseits diese Regeln haben, von denen ich schon in einem anderen Video gesprochen habe und so weiter. Aber jetzt kommt dieser Moment, wo du vielleicht denkst, ich muss mal mit diesem Schüler oder dieser Schülerin persönlich sprechen. Aber dann muss ich ja die ganze Klasse irgendwie alleine lassen und unterbrechen, wenn ich auf den Gang gehen will und mit dieser Person dieses Gespräch führen will. Aber dann mach das doch einfach. Dann lass mal halt die Klasse schnell 2-3 Minuten oder im schlimmsten Fall 5 bis 10 Minuten. Lass sie mal halt alleine. Dann entsteht ein bisschen Lärm, dann entsteht ein bisschen Chaos. Aber vielleicht ist es einfach besser investierte Zeit, wenn du mit diesem Schüler, dieser Schülerin ein Einzelgespräch suchst und da eben an der Beziehung arbeitest. Nicht nur einfach den Finger drauf hältst und sagst, du machst das nicht gut, bla 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 bla, sondern fragst, hey, warum verhältst du dich so? Wie geht's dir? Geht's dir vielleicht nicht gut? Was können wir tun, damit wir zusammen eine Lösung finden? Wenn es gerade keine Lösung gibt, dann bleibt dieser Schüler, diese Schülerin halt mal kurz draußen auf dem Gang sitzen, eine Viertelstunde oder was auch immer. Aber es kann nicht alles perfekt klappen. Du kannst nicht immer alle Schülerinnen irgendwie perfekt in deinen Unterricht oder in deine Planung einpacken. Dann ist halt mal ein Schüler draußen und verpasst etwas oder dann ist mal halt die ganze Klasse für 5 Minuten unterbrochen in der Tätigkeit, die du eigentlich geplant hast. Es ist nicht so tragisch. Du hast noch so viele Tage vor dir mit diesen Schülern, wo du an deinen Lernzielen mit ihnen arbeiten kannst. Und das Letzte, was ich dazu sagen will, ist, sind Konflikte, sind ja quasi sehr anstrengende Situationen und vielleicht bedeutet es auch Niederlagen, quasi für die eine oder andere Person, aber langfristig sind das auch wieder Lernsituationen. Und da lernen die Schüler auch wieder soziale Kompetenzen aufzubauen. Und nicht nur der Schüler, die Schülerin lernt soziale Kompetenzen aufzubauen oder die ganze Klasse, wenn sie das beobachtet, einen Konflikt, sondern auch du als Lernperson lernst auch soziale Kompetenzen zu verstärken und wie, dass du eben als leitende Person von einem bestimmten Programm, wie du mit solchen Unterbrüchen umzugehen hast. Und da ist auch jeder Mensch anders, du musst selber lernen, damit umzugehen. Das heißt, auch wenn es sehr anstrengend im Moment ist, langfristig kannst du eigentlich nur davon lernen, wenn du aufmerksam bist. Und du machst Fehler, aber du lernst ja auch irgendwann aus diesen Fehlern und versuchst diese in Zukunft zu verhindern und wirst es in Zukunft besser machen, vielleicht eine bessere Wortwahl wählen, nicht zu stark mit Macht spielen, sondern einfach innere Stärke zeigen, Gelassenheit zeigen, Ruhe zeigen und so weiter. Und du wirst mit der Zeit einfach auch eine erfahrenere Lehrperson werden und mehr Routine haben. So, und der letzte, dritte Punkt, auf den ich eingehen will, das ist ein ganz spezifischer Punkt. Dann jetzt wirklich nur eine Situation und das ist die, dass man krank wird. Wenn du krank wirst als Lehrperson, weil du überarbeitet bist, weil irgendwie ja, du eine Erkältung erwischt, was auch immer, dann vielleicht kriegst du wie ich einen gewissen Stress am Anfang im Berufseinstieg, weil du denkst ja, nein, ich werde krank, nein, dann klappt mein Unterricht nicht mehr, dann muss ich eine Vertretung suchen und dann muss ich das übergeben und dann muss ich gucken, dass das klappt und so weiter. Meine Klasse, was soll ich tun? Und der Schulleiter wird denken, ich bin unfähig und ich halte das nicht aus als Lehrer, als Lehrperson und jetzt werde ich krank und oh Gott, entspann dich. Werde krank, wenn du krank wirst, weil wenn du dich aufregst darüber, dass du krank wirst, dann wirst du ja nur noch gestresst, dann verbrauchst du nur noch mehr Energie und dann ist die Wahrscheinlichkeit noch größer, dass du wirklich stark krank wirst. Also wenn du krank wirst, dann sprich mit deinem Team, sprich mit erfahrenen Lehrpersonen, sprich mit der Schulleitung, erklär ihnen, dass du dich nicht wohlfühlst und dann bist du halt mal 1, 2, 3 Tage weg oder so von der Schule, aber erzwing es doch nicht. Wenn du krank wirst, dann musst du auf deinen Körper hören, denn ich habe mal eine Lehrperson bei meiner allerersten Stellvertretung kennengelernt, die hatte ein komplettes Burnout. Die hat dann noch 10 oder 20% gearbeitet, ich glaube irgendwie 3 oder 6 Lektionen die Woche, wenn überhaupt, vielleicht 4 Lektionen die Woche. Und die hat wirklich unglücklich ausgesehen und sie hat mir das erzählt. Sie hat mir gesagt, sie ist ständig krank in die Schule gekommen. Ich glaube 1, 2 Jahre lang ist sie ständig krank im Unterricht gewesen. Sie war bis 10 Uhr abends in der Schule, hat die ganze Zeit nur für die Schule gearbeitet, ist einfach ständig mit erkälteter Nase, mit laufender Nase meine ich, in den Unterricht gegangen, zur Arbeit gegangen und so. Und irgendwann hat einfach Klipp gemacht und die Birne ist ausgegangen. Dann war sie 1, 2 Jahre lang weg vom Fenster und jetzt ist sie zurück und arbeitet noch 10, 20% und es ist nur noch so ein bisschen Energie da. Und es ist sehr traurig, das zu sehen. Also hör auf deine Gesundheit, hör auf deinen Körper, meine ich. Und wenn du krank wirst, dann sprich mit den verantwortlichen Personen, schau, dass es übergeben wird und dann gibt es mal einen Unterbruch bei deiner Unterrichtsplanung. Es wird vielleicht nicht alles so erreicht, wie du dir gewünscht hättest, aber schlussendlich ist deine Gesundheit das Allerwichtigste. Wenn deine Gesundheit nicht da ist, dann wirst du den Schülern auch nicht mehr viel bringen.
Also lieber bist du mal weg für ein, zwei Tage oder sogar länger und dafür kannst du nachher ausgeruht und erholt zurückkommen und in der Zeit hast du auch Zeit, um über bestimmte Dinge nachzudenken und kannst dann wieder deine Ziele vielleicht besser verfolgen. So, und jetzt sind wir beim Schluss und ich denke, das Einzige, was man wirklich auch pauschal sagen kann, was für alle Menschen gilt und wahrscheinlich auch egal in welchen Berufen, ist: übe etwas, mach einen Fehler und mach es das nächste Mal besser. Also einfach üben, Fehler machen, besser machen. Üben, Fehler machen, besser machen. Und es ist völlig okay, Fehler zu machen, denn nur aus Fehlern können wir uns wirklich weiterentwickeln und das ganze Ziel, was wir erreichen wollen, einfach verbessern. Und was auch für alle gilt, ist, und das ist auch wissenschaftlich erwiesen, ich habe das in einem anderen Buch auch schon gründlich gelesen, über das kann ich ein anderes Mal sprechen, da geht es so um Timing und dieser Autor hat einfach bestimmte Studien aufgezeigt, wo einfach klar wird, dass wenn Menschen bei der Arbeit Pausen einplanen und konsequent Pausen machen und nicht nur während der Arbeitszeit, sondern auch am Abend oder am Wochenende, wenn man für Erholung sorgt, ist man nachher wieder viel effizienter. Denn wenn du schon erschöpft bist und dann noch nach Hause kommst oder in der Schule noch stundenlang Dinge korrigierst und vorbereitest und eigentlich komplett müde bist, bist du auch total ineffizient. Also schau, dass du am besten wirklich deine Pausen einplanst. Sei es vormittags und nachmittags eine kleine Pause, übermittags wirklich weg von allem, wenn du das möchtest auf jeden Fall und nicht irgendwie noch während der Mittagessen gleichzeitig am Computer irgendwelche E-Mails von Eltern beantworten und so weiter. Also ich empfehle das nicht, weil du musst zur Ruhe kommen und wenn dein Gehirn zur Ruhe kommt und dein Körper zur Ruhe kommt, am besten machst du auch irgendwie kleine Spaziergänge, das hilft schon extrem viel und ein bisschen Sonne tanken, auch nur am Gesicht im Winter, was auch immer, dann kann dein Körper auch wieder die Energie aufbauen, um nachmittags oder die ganze Woche und das ganze Schuljahr lang einfach wirklich top präsent zu sein für die Schülerinnen, damit du auch wirklich da bist, wo du bist und nicht die ganze Zeit tausend Dinge im Kopf hast, sondern plane deine Pausen ein, mach sie, mach das zwischendurch auch, was dir gut tut, damit du nachher wieder die Energie hast, um Vollgas zu geben. Und vergiss natürlich nicht, regelmäßig genügend Zeit mit deiner Familie und den wichtigsten Menschen in deinem Leben zu verbringen, denn auch diese werden dich unterstützen und dir die Erholung geben, die du zwischendurch einfach brauchst. So, wir sind am Ende. Jetzt will ich nur noch schnell zwei Buchempfehlungen machen, und zwar nicht dieses Buch, obwohl ich werde das auch noch in die Videobeschreibung tun, das heißt Habits of a Happy Brain. Aber was ich jetzt eigentlich empfehlen möchte, ist das Stressbuch von Dr. Gerd Kaluza, Gelassen und sicher im Stress. Das hat mir extrem geholfen, meinen Stress besser in den Griff zu kriegen, auch mit meinen eigenen Erwartungen umzugehen. Und dann möchte ich euch noch das Buch zum Klassenklima empfehlen. Ich glaube, ich habe sogar zwei in der Videobeschreibung eingefügt. Denn wenn ihr einfach euch mit Literatur auseinandersetzt, die ihr persönlich auswählt, die ihr für hilfreich erachtet, dann glaube ich, ist die Wirkung viel größer auf den Berufsalltag, als wenn ihr euch immer nur auf die Erfahrung verlässt, die ihr macht oder nur aus dem, was im Lehrerstudium gepredigt wurde. Holt euch mehrere Literatur. Es gibt nicht nur eine Lösung für alles, sondern lernt immer weiter selber dazu. Also ich empfehle euch, ein gutes Buch zu holen, das euch persönlich in einem bestimmten Thema beschäftigt, damit es euch weiterbringt. Außerdem, wenn du einen Link benutzt aus der Videobeschreibung für ein Amazon-Buch oder so, dann unterstützt du mich, denn alles, was du einkaufst, egal ob Bücher oder andere Dinge, da erhalte ich einen winzigen Prozentsatz. Aber das ist eigentlich natürlich weniger wichtig. Viel wichtiger ist, dass du mit deinen Problemen damit klarkommst und dich weiterentwickelst, damit du eine glückliche Lehrperson wirst und damit auch viel glücklichere Schülerinnen im Unterricht haben wirst und hoffentlich nicht mehr so viel Stress haben wirst, sondern einfach happy bist. Okay, wünsche dir alles Gute, ich wünsche euch alles Gute, egal wo ihr gerade seid, egal welcher Wochentag und Uhrzeit es ist. Wir sehen uns beim nächsten Video, macht's gut, ciao!